meinen blauen Rucksack, kannst du den sehen? Oh, wenn denn sehr klein, also ich denke mal, Also ja. ich kann den ganz kleinen sehen. Aber zumindest habe ich keinen gebrochenen Fuß mehr, sehe ich gerade. Das ist Schnellheilung. Ja. Das ist ja noch nie passiert. Ich wollte ganz noch nur, ich habe gedacht, ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar, nimmst du ein bisschen Kohle auf dem Weg mit, weißt? Ja, liebe Heike, das ist hier in diesem Spiel noch nie passiert. Was haben wir nach Höhlen gesucht, wo Kohlepuppel sind? Und da war nie was. Gerade wenn Ich man nicht hoffe so nur, da. weil die Decke ist auch noch eingestürzt und auch noch auf mich rauf. Ich hoffe, dass mein Moped nicht reingestürzt ist. Oh, ansonsten musst du noch Moped holen, zerlegen, ins Inventar hoch, dann das andere holen. Okay. Also mein Inventar wäre frei, dass wir da was Gut. machen könnten. Dann könntest du zur Not den Rucksack nehmen, weißt du? Ja. So, ich laufe mal wieder ein Stück. Ja, schade, dass ich nicht mitfahren kann bei dir. Ja, Das ne, wäre witzig. einfach mal so hinten draufsetzen oder so, Ja, ne? das wäre echt witzig. Bisschen anbinden oder klammern oder whatever. Also Marcel, du weißt Bescheid, jetzt musst du bei Kohlebuppel aufpassen. Die sind lebensgefährlich. Ja, aber der war in der Wüste, stimmt's? Nein, das war ein grünes Gebiet. Ach du Hier, wo Scheiße. wir gerade sowas, wo wir gerade laufen bzw. fahren. Hast du denn im grünen Gebiet in der Mine so knapp unter der Erde schon mal was gemacht irgendwie, oder? Noch gar nicht. Da bin ich noch gar nicht. Also ich war doch auf dem Rückweg. Das ist ja seltsam. Ich möchte mal ja wissen, wie das jetzt also live aussieht. Weil wie gesagt, ich habe ja auf die Karte geguckt, ob in der Nähe irgendwo noch was ist, wo man gucken könnte. Ist es für dich in Ordnung, dass ich vorfahre? Ja, mach mal, ich komme hinterher. Weil wenn ich Check mal schon die Lage. Tiere sehe, möchte ich natürlich nämlich auch Tiere mitnehmen. Ja, wie gesagt, viel Spaß und ich mache schon mal nebenbei ein paar Treppen, weil ich nicht weiß, inwieweit wir nach unten müssen. Das kann man ja durchaus. Was für eine Grütze. Ich habe mir mal so eine Markierung gesetzt. Ich wollte gerade sagen, das ist noch nie passiert, noch nie. Marcel? Ich war das nicht. Was denn? Ich habe das Hühnchen nicht gesehen und bin voll drüber. Oh Mann. Ach, scheiß doch auf das Huhn! Ich dachte, du bist über eine Grube gefahren, die ich versehentlich verursacht habe. Nö, ich denke nicht. So, okay, hier ist dieses dunkle Gebiet irgendwie. Okay. Boah, da muss ich ja aufpassen, wa? Überleg mal, du willst das Rest in Peace. Ja, Ruhe im Frieden, Hühnchen. Ja, passiert leider. Was wirst du machen? Ne? Ach, und dann war bestimmt so ein Nadelwald hier irgendwo, ne? Ja, keine Ahnung, jedenfalls bin ich da durch so ein trockenes Gebiet und plötzlich kam Grünes und dann habe ich mit meinem Kohlepuppel gesehen. Da denke ich, den kannst du ihn ja mitnehmen. Ist ja alles schön eben, nichts von Höhle erkennbar. Fängst an zu buddeln, so wie sonst auch, und mit mal liegst du unten. Man die Höhle dann noch mal findet. Ja, da ist doch jetzt ein Riesenloch, das ist so eingestürzt.
Bei dem grünen Gebiet. Ja. Ich sehe deinen Rucksack nicht. Ja, der ist ja auch unter der Erde. Ach so. Naja, zumindest du hast dann die Markierung. Ja, ich bin gleich da, warte. Der olle Holzfäller, der jagt mich gerade. Ja, den kann ich nicht anfahren. Das ist nicht so einfach. Ich traue mich jetzt keine Kohlebuppel mehr abzubauen, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt gerade im Schneegebiet. Und sie schwitzt. Ich verstehe nicht, wie sie hier im Schneegebiet schwitzen kann. Ja, liebe Steffi, ich werde dir auch sagen, warum ich entsetzt bin, weil ich dachte, er ist ins Loch gefahren. Da scheiße ich doch auf den Huhn. Steffi hat geschrieben, Hani, ein Mann zeigt Gefühle und du sagst Scheiße auf ein Hütchen, ich bin entsetzt. Ja, jetzt schreibt Steffi Wechseljahre. Was, wie Wechseljahre? Was willst du denn damit sagen, bitteschön? Und du siehst deinen Rucksack, ja? Ja. Oh Mann. Ist es noch weit oder? Nee, der kommt schon immer dichter. Der muss, da muss hier irgendwo gleich kommen. Ja, das ist aber kein grünes Gebiet. Vorhin war es grün. Also wenn dann da hinten irgendwo, aber. Warte mal, ich laufe mal hier ganz vorsichtig. Ja, ein Stück müssen wir noch. Da hinten ist das, glaube ich. Genau, hier wird es jetzt grün. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie weit das gebröckelt ist. Hier ist auch ein Wuppel von irgendwas. Ja, macht da nichts. Sonst liegt so auch noch da unten. Aber wird gerade weiß. Okay, Warte. ich steig mal wieder auf meinem Moped drauf. So, jetzt sind wir gleich da. Also mein Moped sehe ich auch stehen. Oder ist es reingestürzt? Ich glaube, mein Moped ist mit reingestürzt, oder? Oh, hier sehe ich was. Eine Kante zumindest. Ach nee, ist ein Loch, okay. Hier bin ich runtergefallen. Hier war ein Kohlebuppel. Ernsthaft? Ja. Boah. Genau hier. Hier war ein Kohlebuppel. Ach so, das mit den Wechseljahren war auf das Schwitzen bezogen, was Hardy vorhin erwähnte. Ach so. Ja, das kann natürlich möglich sein. Warst du hier schon mal? War das Loch schon vorher da, oder? Nochmal, ich bin. Hier war alles grün. Ja? Hier auf der Ecke, hier, komm mal her. Komm mal her, hier auf der Ecke. Hier war ein Kohlebuppel. Ich habe zugehauen, einen Schritt gegangen, zugehauen, einen Schritt gegangen.
Und dann war sie da Dann unten. stürzte ich runter und alles bröckelte auf mich. Oh Mann. Oh Mann. Ja, so kann man auch Höhlen finden. Haben wir dann auch schon mal geklärt. Dann muss es aber doch hier einen anderen Eingang geben, oder nicht? Ja, das weiß ich ja. Ich glaube nicht. Hier vielleicht? Ah, hier, guck mal. Ja, nicht so dicht, sonst bist du wieder unten. Ja, ich muss doch nach unten. Ja, aber bahn dir lieber einen Weg, einen vernünftigen, bevor du dann wieder Land liest, sonst ist das weg, was du da unten drin hast. Erdbohrer hast du dabei, ne? Ja, habe ich. Brauchst du Sprit? Kann ich dir abgeben. Den Rest bin ich mir unschlüssig, aber ich habe noch 2000 Puffer. Ja, das kann ich gut beschreiben. Vor allen Dingen, ich bin ja nicht gleich gestorben. Ich hätte ja aufstehen können und mich ausbuddeln, aber dadurch, dass alles auf mich gestürzt war, hat es mich leider da niedergerafft. Hani, achso, Ja. ich wollte gerade fragen, ob du die Spitzen mit lang nimmst. Das ist Nitrat. Boah, du komm hoch hier. Boah, Moppy. Aber das habe ich auch noch nie gehört, gelesen, gesehen oder so. War das jetzt Absicht, mich Nein, runterzuholen, nein. oder? Ich habe dich gar nicht gleich da stehen sehen. Ja, ich war mit mal ein bisschen tiefer. Ah ja, da musst du wieder vorsichtig sein wegen Bruchsand, ne? Ist ja auch wieder Bruchsand zwischen. Naja. Metall wieder dabei. Huh? Okay. Nee, noch nicht. Oh, ich höre es aber ab und zu mal klimpern. Echt? Kann ich jetzt schon runter hier? Also dein Moped ist da unten. Ja, sag ich doch. Ja, lass mal lieber einen richtigen Weg machen. Ich meine, du könntest schon runter, aber du musst ja eh wieder hoch. So. Hallo Moped. Ja, eine Leiche liegt hier unten auch. So, warte mal, jetzt muss ich mir was wegschmeißen. Oh, viel Spieß. Wie sieht das denn aus? Habe ich auch nie gesehen, nee. Schön. Marcel, wo ist mein Rucksack? Da ist mein Rucksack. Hier irgendwo. Wo ist er denn jetzt hier? Hier. Ach da, weil mir wurde Wenn der ich. jetzt nicht markiert. Soll ich den aufnehmen oder? Ja, bitte, dann kann ich das Moped mitnehmen. Ich kriege aber nicht alles rein. Das Warte, dann, warte mal, dann hole ich den Rest raus. ja, also ich bin gut gefüllt, ist nicht mehr viel, was da drin ist. Okay, ich hab ihn. Jede Menge Eisenbruchsand, was zu essen, ja. Bisschen Lehm. Oh ja, Ölschiefer 6000. Oh, schön. So. Marcel, ist das Kunst? Ja, ich denke schon. Wie kann ich denn das jetzt aufnehmen? Ach so. Ja, muss gedrückt halten und dann auf die Hand gehen. Ja, also Ja. wir haben jetzt hier eine. Oh, warte mal, guck mal. Guck mal, hier ist auch noch ein Weg. Ja, ich sehe das schon. Latschen wir die mal ab und gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ja, okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz das hier wegschlagen. Das ist ja interessant.
Warum? Naja, aber hier geht es nur noch runter. Man könnte aber von hier nach oben bauen, sage ich jetzt mal. Zumindest theoretisch. Aber hier ist Ja, auch wir können sowas. hier nach oben bauen, wenn du willst. Also hier, wo ich schon angefangen habe. Ah, nee, hier unten ist eine Leiche im. Da ist nichts drin, ist egal. Okay. Lass uns mal nach oben bauen irgendwie. Aber guck mal, wie das hier auch abgebrochen ist. Ne? Guck mal, hier Ja, ist dieses. komm mal hier rüber. Weißt du, wie das aussieht? Das eine Prisma, das aufgespießte? Wo bist denn du? Ach da. Hier drüben ist eins aufgespießt und hier auch. Ach da. Ja, das sieht ja witzig aus. Ja. Aber guck mal, Und hier guck mal ist hier, hier diese trockene Grasboden. Erde. Grasboden. Du, Ja, ja. irgendwas hat er mir eben. Achso, Pilze könnte ich mitnehmen. Nö, lassen wir. Nee, wir nehmen keine Pilze mit. In dem ist Gammelstulle mit dabei. Oh, was soll's. Gammelstulle. So Oder eine alt. richtig schöne Gammelstulle. Richtig schönes altes Sandwich. Da kriegst du auch gleich Appetit. Natürlich aromatisch. Ja. Ganz nach Erwins Geschmack. Ja, Honey, dann bau mal einen Weg. Ich hoffe mal, du stürzt nicht allzu oft ab. Oder rutscht runter, das kennen wir ja auch schon. Ne? War aber herrlich, ne, muss man mal so sagen. Aber wenn du das live gesehen hättest, also wenn du mitgekommen wärst, das, also ich weiß nicht. Oh, das wäre geil gewesen. Die Zuschauer hätten gejubelt, glaube ich. Ja? Hätten gefeiert. Wow, was ist das denn? Ich genauso. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Ich hab ja auch gefeiert, das mit dem Blutabnahme-Kit. Einfach mal so einen Bug gefunden. Heike lacht sehr, ja. Ja. Aber du, ich kann dir sagen, das war ein Schreck. Bist da am Abbauen und plötzlich stürzt du hier ein, weißt du? Ja, Leben ist gefährlich in der Apokalypse, ne? Also. So oder so. Was So. für ein Loch. So. Ich werde mir die gleich mal markieren, bevor ich hier wieder. Oh ja. Direkt am Rande der Wüste hier, so, so geil. Ja, also ehrlich. Faszinierend. Und das sieht man jetzt auch hier so in Schwarz, ne, mit diesen. Ja, wie groß auch, ne? Du, weißt du was, die hellen Punkte in dem Schwarzen sind garantiert Nitrat. Ja, auf Garantie. Da gehe ich ganz stark von aus. Ich mach mal hier so ein Höhlensymbol. Ja, mach das mal bitte. Zack. Bevor du da auch noch reinstürzt. Oh, und eine gelbe Kiste ist auch noch. Aber ich habe ja mein Moped hier Ach schon. da, ich sehe schon. Ja, warte, ich baue meins noch auf. Ja. Sprit hast du ja noch, ne? Ich hab noch alles gut, ja. Gut, dann packe ich mal ein bisschen was weg, weil die Mach Kiste. das Oh, mal. Eisen, Öl, Schiefer, Bruchsand. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Also, jede Menge Zeug da drin, ne? Das Essen packe ich mal auch rein. Okay. Dann sortieren. Haben wir herausgefunden, dass das geht. Schön, macht da. Habe ich ein bisschen Platz. Weil ich habe da hinten die gelbe Kiste gesehen, die würde ich gerne holen. Ja, mach das, amüsier dich. So, ich tanke noch mal schnell. Ja, genau. Sprit dürfte ja da sein. Ich sehe aber nur das Gerippe, ne? Also nur das Gestell gerade. Und jetzt ist es da. Schön. Pling. So. Schön. Oh, und er zeigt mir den Händler da hinten. Ich will den anderen Händler bitte. Oder den mitnehmen, den Typen. Oh, scheiße, die Kakteen, ne? Die regen mich auch auf die ollen Mistkrebel. Gelbe Kiste dürfte doch nicht weit weg sein, eigentlich. Und dann hab das, was du im Inventar hast, kannst du zu Hause in meine Kiste packen. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Ist die gelbe Kiste hier in diesem hässlichen Gebiet? Ist das. Weiß ich nicht, die sieht schon ziemlich nah aus, meinst du? Ja, doch. Ja, die ist in diesem Gebiet, aber das ist momentan Brandgebiet hier, das Ende. Ach so, naja, aber da sind auch Köter. Ist mir doch egal, die fahre ich weg.
Ja, gut. Nicht? Brandgebiet finde ich jetzt nicht so schlimm als das andere. Also wie das Ja, das andere. stimmt. Guck mal, und ich sehe die Rauchschwaden schon. Ah ja, ich sehe auch schon. Ist hart an der Grenze hier. Und Marlon knistert hier neben mir. Und was gescheitert drin? Ich bin noch nicht da. Ich versuche mich langsam und leise zu nähern. Leise hat mir gefallen, so wie das Ding hier rührt. Medizinrezepte und 599er Taschenlampe. Aber so genau Oh. wollte ich jetzt nicht gucken. Ich würde jetzt schon ein bisschen weg wollen. Ja, schnell. Nee. So, ich fahre aber Weil da direkt nach Hause. sind. Ja, warte, ich komme dir hinterher. Ich komme dir hinterher. Schnell weg hier. Also ich fahre hier definitiv quer. Fällt ein! Oh Mann, ich habe eine Höhle gefunden. Shit. Komme ich damit? Oh. Genau, Brandgebiet. Ich hoffe, du bist nicht reingefahren. Nein, oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hier rauskommen soll. Warte, ich buddel dich aus, warte. Ich habe kein Werkzeug. Warte. Und das hier ist bloß so ein bisschen schräge, weißt du? Oh Mann. So, warte, ich komm mal runter. Loch und lacht. Ja, genau. Genau. Also, was ist denn hier heute bloß los bei uns, Marcel? Weißt du? Oh, Klappt? sorry. Ja, klappt. Okay. Der Tag der Lochi, Warte mal, weißt wir müssen das noch markieren, Marcel. Warte mal. du? Ja, unbedingt. Oh, da sind ja zwei große Minen. Oh, die sind ja echt groß. Im Ja, Brandgebiet. zwei Stück gleich nehmen. Bin gespannt, was du hier so findest. Also ganz ehrlich, wenn es hier keine Kohle gibt, dann weiß ich ja auch nicht, ne? Oder? Ich weiß nicht. Die Düngerhöhle, weißt du? Oh Gott, Fabus drumrum. Oh Gott, Wenn oh wir so. Gott. Schnell weg hier, komm. Der Stream der unabsichtlichen Höhlenfindung. Ja, super. Ja, ist doch in Ordnung, ich meine. Ist voll das Entdeckerparadies hier. Das sage ich dir, du hör bloß auf. Also ganz ehrlich, Marcel, das, was wir bis hier, also hier schon erlebt haben, ja, das hatten wir in unseren anderen Spielständen nicht. Nein. Also, was Besonderes. Ja, ist okay. Schnell weg hier. Oh, da ist Marlon. Hallo. Hallo, Marlon. Hast du ihn einfach mitgenommen? Nein. Ich habe ihn liegen lassen, nachdem ich ihn angefahren habe. Ach so, ja gut. Fahrerflucht. Ja, in der Apokalypse kann man das machen, weißt Ja, natürlich. Oh, was ist denn hier? du? Ich brenne! Ich brenne! Ja, jetzt sehen wir es mal. Jetzt sehen wir es mal. Was ist denn das hier? Ein Zelt? Dass das nicht brennt. Guck mal. Boah, du siehst aber gut aus heute. Oh Mann. Ist das Feuer wohl weg? Ja, aber ich habe Schaden genommen. Hör bloß auf. Ja, ich fahre direkt durch. Mir ist das. Was ist denn das hier? Ein Haus. Mir ist das zu Okay. blöde. Ich will hier nicht unbedingt lange verweilen. Nee, aber ich will mal den Weg hier lang fahren. Mal gucken, wo das hingeht. Ah, Ja. ins Grüne. Ja, gut. Also ich habe ja das wichtige Zeug jetzt dabei, oder? Ach so, hier ist das, wo wir schon mal waren. Hier, was aussieht wie so eine Art Sendestation oder sowas. Ach ja, stimmt, da war was. Da, wo ich draußen mit den ganzen Leuten gespielt habe, während du reingeguckt hast, ja? Ja, genau. Okay. Heike schreibt, klar hat er ihn umgefahren. Ja, Ja, das wundert mich auch nicht. aber Das nicht war. mitgenommen, ne? Nein, das stimmt. Ne, den. Obwohl er sich gut im Kamin gemacht hätte, Marcel, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Oh, Kaktus. Oh, Gott sei Dank wieder ins grüne Gebiet, ey. Oh. Obwohl das mittlerweile auch gefährlich geworden ist. Ich habe ein Tier gefunden. Es lag leblos. Am Boden. Ja, das ist aber lieb von dir, ganz ehrlich. Ich meine, die brauchen auch ein Zuhause. Heike schreibt Schwein, ja, ich habe sie erwischt.
Also Marcel, wenn wir jetzt das nächste Mal auf die Jagd machen nach Kohlebubbel, sollten wir uns vorher umgucken, ob da irgendwo eine Höhle ist. Ja, das könnte man sehen, ne? Oh, ich bin so froh, dass der Rucksack nicht weggegangen ist, ne? Dass der liegen geblieben ist. Weil du weißt ja, wir hatten das schon mal, da bin ich mal an so einem Abhang gestorben, an so einer, ne? An so einem Berg. Und da war der Rucksack im Berg drin. Ich habe noch gebuddelt, aber denkst du, ich habe das Ding gefunden? Also manche Sachen sind hier so ein klein wenig buggy. Die Sachen können tatsächlich verschwinden, wenn man stirbt. Ich hatte das in so einer grünen Siedlung. Ich habe da auch gebuddelt, da war mein Rucksack weg. Ne, also ich habe den nicht gefunden. Ich habe den auf der Karte gesehen. Ich Ja, genau so ist es. Genau. hab gedacht, ist vielleicht runtergeglitscht. Habe noch so drei, vier Blöcke nach unten. Pff, nö, da war nichts. Nee, gar nichts. Das ist ja das Schlimme. Du siehst den und kommst nicht dran. Das ist so ärgerlich. Na, ich bin froh, dass das geklappt hat, dass wir an die Sachen rangekommen sind. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Oh, ich bin schon fast da. Oh, Gott sei Dank. Da hinten in die Richtung. Ach, da hatte ich ein bisschen. Da ist das grüne Gebiet, okay. Die sind ekelhaft. Ja. Da oben hatte ich auch was markiert. Aber ich glaube, so ein 6000er-Stack müsste ich zusammengekriegt haben vom Ölschiefer, ne? Kann das sein? Ich habe Ja. nicht nachgeguckt. Ja, sogar ein klein bisschen mehr. Den 6000er Stack habe ich jetzt dabei im Moped. Okay, dann ist ja gut. Aber ich bin froh, dass das Moped keinen Schaden genommen hat, so doll. Also, weißt du, weil es doch da reingefallen ist. Ja, also Reparaturkits hätten auch da geholfen. Hätte aber sein können, dass man da ein paar mehr reinsteckt. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, der verbraucht immer nur einen davon, ne? Ja, aber der repariert dann nicht immer 100%, also nur einen gewissen Nee, das Satzschritt weiter. stimmt. Und wenn es zu sehr beschädigt ist, dann musst du es halt mehrfach machen, ne? Oh, ich habe auch noch 12 Ölschiefer bei mir, ne? Das ist ja toll. Deswegen hatte ich gesagt, ein bisschen drüber. Das konnte ich nicht mitnehmen, aber den 6000er Stack habe ich gesehen. So, bisschen Nitrat habe ich auch noch dabei. Oh, das war eine Angst, du. Oh, hör auf. Ja, also ich habe mich auch schön erschrocken, wie ich damit mal in so einem Höhleingang saß. Ich so, Ja, das war auch gut. nicht sterben. Ja, so ist das manchmal. Aber das war bloß so eine Grube, ne? Da war noch nicht ganz unten. Ja, Gott sei Dank. Ja, wenn du dann oben drauf stehst und alles bröckelt und fällt zusammen, ne, dann hast du kein, da kannst du machen, was du willst. Kannst dich nicht halten. Bisschen Munition habe ich auch noch gefunden. Ich denke mal, die wird in irgendeiner Leiche gewesen sein. Ja, kann durchaus sein. Du hast ja den einen oder anderen ungebetenen Besucher da gehabt. Ja, das ist wohl wahr. Ein bisschen Fleisch. Achtmal Fleisch von einem Schwein ist schon Das ist anständig. ja, so viel aus einem Schwein? Aus einem Schwein. Ja, 591er Messer. Da kommt ein bisschen mehr bei rum. Ne? Es hängt tatsächlich von der Qualität der Werkzeuge ab. Ja, gut, das stimmt. Ne? Naja, schlimm in dem Sinne nicht. Du kommst ja wieder. Das Problem ist nur, dass deine Gesundheit und deine Ausdauer dann wieder geringer wird, dass du dann wieder von vorne sammelst, sozusagen. Ja, nicht ganz. Also es kommt immer Nicht darauf an, ganz, wie aber viel, aber ja. einen gewissen Satz verliert man, denn man kommt zwar schneller wieder hoch, aber die bessere Ausdauer, besseres Leben ist schon immer gut gewesen.